Lügen auf Lügen. Die Vorhersage der toten Hexe, dass ich auf ihren Handel eingehe, ihre Schwester stürze, ihren Täuschungen diene, um den Zeugen zu überleben. Mein Schicksal sei nicht meins. Hat sie nichts vom Reisenden gelernt? Jede Herrschaft kann gestürzt werden. Sivu Arad, Göttin der Schlachtfeldgräuel. Savatun, Göttin des Truges. Ihr habt vergessen, dass ihr geborene Beute seid. Ich werde euch daran erinnern. Es ist soweit, mein Akolyt, mein Hüter. Die Wahrheit ist vorherbestimmt. Im Blutgeflüster Asas wimmerndem Leidenslied, der Giftwoge hinter meinen Augen. Unser letzter Tribut. Möge er ruhmreich sein. Könnte uns wie Käfer zerquetschen. Was hat sie vor? Wieso versteckt sie sich hinter ihren Truppen? Ich habe darüber nachgedacht. Mit meiner Verwandlung schwor ich Rache gegen die Schar. Und wir haben ihren Bruder getötet. Du meinst, wenn Sivu Arad direkt angreift, würde sie dich damit stärken? Die Schwertlogik schließt Rache aus. Vielleicht hat sie Angst, dass sie ihr nicht widerstehen kann. Jetzt gilt's, Hüter. Aerys hat ein letztes Mal ihre Karten befragt und sich auf den Weg zum Verlies in Savatuns Thronwelt gemacht. Sie erwartet dein finales Tribut. Bevor sie ging, bat sie mich, etwas für den Teleport aus dem Sicherheitsgewölbe des Turms zu holen. Ich habe zugestimmt. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Asa, die Vorhut, das Schicksal des Sonnensystems und darüber hinaus. Stärke sie, Hüter. Gib Aerys die Macht, die sie braucht, um das Pantheon der Schar neu zu formen. Dann müssen wir nur noch aus der Schusslinie gehen. Jetzt gilt's, Hüter. Aerys ist bereit für das letzte Tributritual. Dies ist unsere letzte und beste Gelegenheit, Sivu Arad Schaden zuzufügen. Es klingt vielleicht weit hergeholt, aber wir müssen Aerys vertrauen. Sie hat auf diesen Moment hingearbeitet. Ihr beide. Bei deinen Scharspielchen zuzusehen, aber es ist etwas ausgeartet. Wenn ihr das Verlies noch einmal aktiviert, rastet Xivus Schlägerbande aus wie auf Torobatel. Dir fehlt es an Vorstellungskraft, Untertan. Bald wirst du die Folgen der Abtrünnigkeit deiner Meisterin erkennen.
Xevo ruft den Leviathanfresser. Der war auch schon auf Fundament. Ein richtig fieser Brocken. Ich hau ab und das solltest du auch. Wenn du hier bleibst, wird von dir nichts als ein Fettfleck übrig bleiben. Du gehst nirgendwo hin. Das ist der Höhepunkt des Handels, den du vorgeschlagen hast. Du wirst unseren Sieg mit ansehen oder als einer von uns untergehen. Freue dich, Anbeter! Du hast ins Kriegshorn geblasen und der Krieg ist erschienen! Tritt vor, Leviathanfresser! Plage des Himmels! Zerstöre den Hof meiner Schwester! Und opfere deiner Göttin die Asche. Kreis zurück, mein Akolyt. Deine gemeisterte Zauberkraft wird unsere Erlösung sein.
Unser Feind ist verwundbar. Durchbohre ihn mit deinem Licht und schicke ihn schreiend zurück in die Tiefe. Schar gestohlen hat, werde eins mit meiner Rache. Im Namen von Krotas Fluch, dem Königsfeller und dem Licht, im Namen von Eris Morn, zolle mir ein letztes Mal Tribut, mein Akolyt. Ayat. Der Teleport ist bereit, doch sobald sie hier ist, verlieren wir die Kontrolle. Dann gibt es kein Zurück. Eine letzte Gräueltat. Das war nicht abgemacht. Tivo ist immer noch eine Bedrohung. Tu es. Du bekommst keine zweite Chance. Liebes. Ich bin dein Ruin. Seit dem Verlust ihres Wurms wurde Sabaton nicht mehr von der Schar getötet. All die zahllosen Lügen, Tricks. Sabatons gesamte Macht, dazu die Tribute der Hüter. Eris Morn ist das stärkste Scharmitglied, das es je gab. Ihr toten Dinger, ich lasse diesen Moment ohne Gesang und Ruhm verstreichen. Dies ist die Ablehnung eures traurigen Erbes. Xivu Arat, Anstifterin, Hetzerin. Welch prächtige Zyste du aus deinen Siegen erschaffen hast. Nie wieder. Du wirst verbannt. Jetzt und für immer. Ayat. Hüter, es ist getan. Als ich Sabaton tötete, erhielt ich ihre über Äonen angesammelte Kraft. Kurzzeitig übertraf ich selbst Xivu Arat. Die lang ersehnten, makabren Geschenke der Schar. Eine prächtige, durchlöcherte Ebene offener Gräber. Ich habe alle zurückgewiesen. Anstatt Xivu Arat herauszufordern, habe ich ihre Verbindung zu ihrer Thronwelt getrennt. Jetzt ist sie sterblich, wo auch immer sie ist. Sterblich und erzürnt. Ich lehnte den Kampf ab und die faulige Ritualmembran zerriss. Deine Tribute verschwanden. Jetzt stehe ich hier. Eine Frau, für kurze Zeit eine Göttin. Laut Ikora hat Imaru Sabaton wiederbelebt. Sie floh, doch Imaru bleibt, als mein Mündel.
Ein lästiges Friedensangebot, das ich zerstöre, wenn Savathun uns hintergeht. Aber ich bin Zerstörung leid. Du kannst Savathuns Thron weltweit erkunden, denn der Königin der Lügen kann man nie ganz vertrauen. Aber jetzt möchte ich erstmal Tee. Tee und Stille. Missionsbericht Nummer 472.622.3. Betreffs unserer Bemühungen, das außerräumliche Portal im Inneren des Reisenden zu durchbrechen. Ich berichte mit großer Erleichterung, dass Aeris' Plan erfolgreich war. Ihr letztes Ritual hat Xivu Arad aus ihrer Thronwelt verbannt. Die Schargöttin des Krieges ist seit Jahrtausenden zum ersten Mal verwundbar. Wenn die Zeit kommt, können wir sie endlich in ein Gefecht verwickeln. Aber zuerst müssen wir uns um den Zeugen kümmern. Zu diesem Zweck scheint die Hexenkönigin ihren Teil der Abmachung eingehalten zu haben. Ich wollte sie nicht gehen lassen, aber Savathun bot uns einen verlockenden Pfand an. Sie ließ Imaru in der Obhut der Vorhut. Ein nerviger kleiner Wicht, aber enorm wichtig. Solange wir die Verbindung der Hexenkönigin zum Licht kontrollieren, wird sie es sich gut überlegen, bevor sie uns die Stirn bietet. Mir widerstrebte es, dabei zuzusehen, wie Savathun sich abermals herauswindet. Aber wir müssen uns jetzt auf das Portal konzentrieren. Sie hat uns verraten, wie man es durchbricht. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welche Form es hat. Fürs Erste schläft Asa wieder und Aeris erholt sich. Mehr noch, sie blüht richtig auf. Ich hatte Angst, dass Aeris Besessenheit von der Shasi erdrücken würde. Aber sie wirkt so selbstbewusst, so habe ich sie seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt. Und ich bin einfach froh, sie glücklich zu sehen.